Hallo. Hallo, hier ist Europa-Box 28 und wir machen weiter. Vorhin ist die Elgato-Software abgestürzt. Ich hoffe, dass das Video von vorhin nicht beschädigt ist, sonst entschuldige ich mich in dieser Folge dafür, dass es vorhin keine Folge gab. Oder es die Folge gab. Ich weiß es nicht, ob sie gekommen ist oder nicht. Doch, ich weiß es schon, aber ich mache ja hier alles an einem Stück aufnehmen. Oder teilweise an einem Stück. Ich nehme ein paar Parts an ein paar Tagen immer auf. Konzentriere dich auf die optimalen Bremspunkte. So. Okay, der nächste sollte auch kein Problem sein. So. Ganz spannendes Rennen hier. Hier kommt es auch gleich regnen im Spiel. Ein toller Start. Wenn du diese Position halten kannst, gewinnst du das Rennen. Sehr gut. So. Schnell etwas am PC wegklicken und dann geht's weiter. So. Schön gedriftet hier. Wie sich das gehört mit einem Allrad. Die Karre ist eigentlich gut zum Driften. Meine Mutter denkt sich ja auch, dass ich Selbstgespräche führe, wenn ich eben das habe. Diese Runde war eine neue persönliche Bestzeit für dich. Aber mein Handgelenk, Mensch. Das muss ich nach der Aufnahme mal schnell eingremen. Bau den Vorsprung weiter aus. La, la, la. Wir fahren und fahren. So, wir haben es geschafft. Unter 3 Minuten. Starkes Rennen, Romeo. Ja. Starkes Rennen. Und wieso bin ich schon wieder nicht mehr mit Xbox Live verbunden? Das geht mir so auf den Sack. Verpasst nicht die Gelegenheit, an ein neues Auto zu kommen. Versuch's mit einer Fahrzeug-Challenge. Neue Fahrzeug-Challenge. Das ist Eurorand. Ein Club, der aus dem europäischen Motorsport nicht wegzudenken ist. Ja. Du musst alles geben, wenn wir sie davon überzeugen wollen, sich der WSR anzuschließen. Gibt es für das Ziele? Nö.
Aber wir kriegen wenigstens Fans für das. Das nervt mich, wenn einfach die Konsole ab und zu sich von Xbox Live trennt. Ohne Grund. Eiffelturm. Bei Eurorand fahren einige der technisch besten Fahrer Europas. Die Strategie wird heute entscheiden. Ich bin Europäer. Callum Kirkwood ist der Star von Eurorand. Beweis ihm, dass du konkurrenzfähig bist. Du musst dein absolut Bestes geben, um Eurorand in seiner Paradedisziplin zu besiegen. Okay. Stell dich auf ein hartes Rennen ein. Also statt Kursrennen fahren, ist einfach die Disziplin von Eurorad. Ein Auto vorhin. Okay, du bist Vierter. Jetzt fahren die Top 3. Oh, das. Habt ihr das Auto gesehen mit den Flügeltüren? Ein Fahrer deines Kalibers sollte an der Spitze fahren. Hol dir die Plätze zurück. Gute Leistung. Du bist in den Top 3. Ich bin auf dem Platz 3. An Autos mit Heckgetrieb, mit Heckantrieb brechen zu fest aus. Zwei Runden noch. So. Oh, mein Handgelenk. Man kann auch so um die Kurve fahren. Das sagt er jedes Mal. Hey, du hast eine neue Bestzeit aufgestellt. Weil ich eigentlich so scheiße fahre wie kein anderer. Sekunden Vorsprung auf deinen Verfolger. Konzentriere dich und behaupte die Führung. So, wir haben es geschafft. Erste zu werden. Du hast nicht nur gegen Eurorand bestanden, sondern gewonnen. Das ist fantastisch. Ja, das ist fantastisch. Ja, immer diese Fans hier. So überzeugend, dass Eurorand dich erneut eingeladen hat.
Beeindrucke sie weiterhin. Dann können wir sie sicher für die WSR verpflichten. Dann machen wir doch das. So, aber mit dem sage ich, wir sehen uns in der nächsten Folge von